Lieber Eberhard, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, ein paar Fragen von mir zu beantworten. Ich habe nämlich ein bisschen was vorbereitet, aber zuerst mal zu dir. Du bist einer der bekanntesten Dino-Experten, und zwar nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit, habe ich gehört. Wie kommt man dazu? Wie wird man Dino-Experte? Also einmal, ich bin kein wirklicher Dino-Experte, sondern ich beschäftige mich halt auch mit Dinosauriern. Man muss natürlich im Museum der Blick etwas weiten. Ja, da geht es also hauptsächlich um Wirbeltiere aus dem Erdmittelalter, aber auch um Ökosysteme aus dem Erdmittelalter. Und man kommt dazu, indem man in meinem Fall Biologie studiert mit dem Nebenfach Geologie, Paläontologie. Dann da seine Doktorarbeit über interdisziplinäre Arbeit macht, über fossile und ausgestorbene Krokodile und über die Fortbewegungsmechanik dieser Tiere und dann eben bei Tagungen und bei anderen Gelegenheiten sich eben bekannt macht, indem er entsprechend Vorträge hält, indem er veröffentlicht und so weiter, sich einen Namen verschafft, dass man einen kennt. Und wenn man einen dann kennt, dann bestehen auch Chancen, dass man den Job kriegt, den man sich wünscht. Super, das Naturkundemuseum angesprochen. Das hat ja einen Bildungsauftrag. Zurzeit geht es ja ein bisschen durcheinander mit Bildung. Also es wird viel Entertainment eingebracht und weniger eigentlich das, was man früher unter Bildung verstanden hat. Wo geht da die Bildung aus deiner Sicht hin? Die Bildung geht mehr und mehr Richtung Entertainment. Das heißt, die Leute wollen weniger lernen, als mehr unterhalten werden. Das ist also schon deutlich feststellbar. Aber man kann natürlich auch hergehen und sich überlegen, wie kann ich Leuten was beibringen, dass sie auch Spaß am Lernen haben. Und das ist manchmal so ein Seiltanz zwischen zwei Extremen. Wobei es für mich immer wichtig ist, ich kann unterhaltsam unterrichten, aber ich kann auch faktisch korrekt unterrichten. Und so Aussage, die ich manchmal höre, ist ja nur für Kinder oder so, ist nicht akzeptabel, weil es ist genauso wichtig, dass Kinder korrekte Nachrichten kriegen, ja, wie Erwachsene. Da gibt es keinen Unterschied. Und im Museum hat man natürlich die gesamte Klientel von Kindern bis zu Senioren, ist alles dabei. Und entsprechend muss dann auch die Vermittlung laufen. Das ist nicht so einfach. Ne? Aber wir sind da eigentlich ganz gut aufgestellt, jetzt auch im digitalen Sektor, wobei der persönliche natürlich nicht ersetzlich ist. Ja. Ich habe so ein Bild vor Augen heute Morgen, wo ich mich darauf vorbereitet habe auf unser Gespräch. Und zwar diese Debattenkultur. Ich kann mich noch erinnern, als Kind gab es diesen Frühschoppen. Vielleicht erinnerst du dich auch. Da Ja, saßen klar. ältere Männer da, die haben dann den Raum geschwängert mit Rauch. Das würde heute halt gar nicht mehr gehen. Und haben halt ihr Bierchen getrunken. Aber der Diskurs, so erinnere ich mich zumindest noch, der war auf Augenhöhe. Also die haben Meinung ausgetauscht. Wenn ich heute, ich habe schon seit 15 Jahren keinen Fernseher, aber man kriegt es trotzdem mit, irgendwie Markus Lanz oder andere Formate sie, dann kommt mir das eher vor wie Entertainment, wie eine Meinungsarena. Also sind wir mittlerweile bei Brot und Spielen oder sind wir wirklich beim Debattieren? Ich sehe es schon, dass wir ziemlich weit Richtung Brot und Spiele gerutscht sind, ja, weil es geht ja hauptsächlich auch darum, dass es den Leuten zunehmend gefällt, wenn jemand so richtig platt gemacht wird in so einer Sendung. Und ich erinnere mich sehr gut an den internationalen Frühschoppen Sonntagmorgens, ne? International, genau. Ja, und das war selbst für mich als Heranwachsende waren das interessante Sendungen. Und man darf nicht vergessen, die ganzen wissenschaftlichen großen Gesellschaften, die heute auf der Welt sind, haben alle mal klein angefangen. Da gab es die Raucherkabinette, wo man dann gesessen ist und diskutiert hat. Und da ging es auch heftig her. Aber hinterher haben sich die Leute auch trotz Diskursen verstanden und respektiert. Und heutzutage muss man also sehr, sehr vorsichtig sein, weil die sozialen Medien zum Teil äußerst ungerecht und mit Lügen arbeiten, um einen fertig zu machen. Da geht es dann um ganz andere Ziele. Und das ist wirklich so eher Richtung Brot und Spiele, wo es dann egal ist, wer in der Arena verblutet oder nicht. Hauptsächlich, man hat seinen Spaß dabei. Und das fände ich irgendwie bedenklich, äußerst bedenklich. Ich habe vor 2 Wochen einen Fall gehabt, hat einen Blogartikel geschrieben. Es ging natürlich um dieses Reizthema Inzidenzwert. Und da habe ich eigentlich nur darauf hingewiesen, dass dieser Inzidenzwert einen mathematischen Fehler hat, weil er relativ und absolute Werte miteinander mischt. Und dadurch hat sich eine Diskussion aufgespannt, die ganz schnell
also nicht von meiner Seite, von ihm aufs Persönliche abgerutscht ist, mit du hast ja eh gar keine Ahnung, wovon du sprichst, und Argumente nicht mehr ausgetauscht wurde. Letztendlich habe ich die Diskussion gar nicht dahinter verstanden, weil es war kein Austausch von sachlichen Argumenten, sondern nur ein persönlicher Angriff. Sind wir mittlerweile so weit, dass selbst vernünftig denkende Menschen gar nicht mehr in der Lage sind, eine Diskussion zu führen? Ja, soweit sind wir. Das ist leider Gottes so. Ich sehe das auch in meinem persönlichen und privaten Umfeld, dass es also ganz arg viele Leute gibt, die einfach nur eine Meinung abdrücken und das darstellen, als sei das eben ihre und dass ihre Meinung natürlich für sie richtig ist. Aber eine Diskussion über eine Meinung zu führen, ist extrem schwierig, insbesondere wenn die kontrovers ist, diese Meinung. Und je kontroverser das ist, desto schneller geht es blöderweise auf die persönliche Ebene. Das heißt, ich kann auch mit Freunden dann gar nicht mehr so reden, dass man sagt, okay, wir haben da eine unterschiedliche Meinung, aber wir verstehen uns auf der menschlichen Ebene trotzdem. Es wird alles sofort politisiert, es wird sofort polarisiert. Und das macht eben eine vernünftige Gesprächskultur vollkommen problematisch, sagen wir es mal vorsichtig, wenn nicht unmöglich. Und diese Polarisierung, die zieht sich mittlerweile so nach meinem Gefühl durch die ganze Gesellschaft durch. Und ist ganz arg schwierig, vor allen Dingen im Hintergrund dieser sozialen Medien, wo es ja wirklich überwiegend Meinungsschlachten gibt, ja, die überhaupt keine Diskussion möglich machen, weil das vollkommen unpersönlich ist, wird es nicht anders funktionieren in naher Zukunft, es sei denn, man steuert da wirklich bewusst gegen. Und da kommt man ganz schnell in eine extreme Zange rein, wo man dann marginalisiert wird und in eine Ecke gesteckt wird, in das man eigentlich weder reingehört noch rein will. Aber die Chance, wieder rauszukommen, ist gleich null. Was ich auch bemerkt habe, die Art und Weise dieses Umgangs, also man hat es schon aus anderen Bereichen gehört, dass Beziehungen per SMS beendet werden. Also hallo, jetzt in dem Fall, bei dem Fall, wo ich jetzt vor 2 Wochen hatte, der war letztendlich auf meinem Server, der hat dann deine Webseite stillheimlich abgezogen und hat quasi nur in einem Blogartikel geschrieben, dass er mir dankt für die Zeit des Asyls. Also der hat nicht mal den Mut gehabt, mir dann zu sagen, Herr Roland, an der Stelle sind wir nicht einer Meinung, von daher will ich mit dir nichts zu tun haben. Nee, der hat das stimmt heimlich abgezogen und in einem Blogartikel irgendwas reingeschrieben. Also sind wir schon so weit, dass wir nicht mal schaffen, dem anderen überhaupt ins Auge zu schauen und zu sagen, hey, sorry, ist meine Meinung und die vertrete ich und damit ist gut. Also dass wir so hintenrum, wie du sagst, über die sozialen Medien irgendwie was veröffentlichen nach dem Motto, du sollst doch selber schauen, dass er es weiß. So ist es, das kann ich nur bestätigen. Ne? Der direkte Kontakt bei Kontroverse findet eigentlich gar nicht statt. Die Leute wenden sich nicht an die, die sie adressieren, sondern sie wenden sich an Gesinnungsgenossen, bilden dann große Clubs, die sich gegenseitig bestätigen. Und ich kann nur sagen, von diesen mehr als 500 Shitmails, die da wegen einem publizierten Raubsauger aus Brasilien über uns hereingeprasselt sind, haben sich genau 2 Personen mit mir persönlich auseinandergesetzt. 2 Personen, die den Mut hatten, einfach mal nachzufragen und zu sagen, was steckt jetzt eigentlich dahinter, sehe ich das richtig? Ne? Und das ist leider Gottes vollkommen aus der Mode geraten, die Adressaten direkt anzusprechen. Stattdessen stachelt man dann Kettenbriefe an von Leuten, die von der Thematik null Ahnung haben. Und dann wird so ein Shitstorm draus, ne, gegen den man sich praktisch auch nicht wehren kann, weil die Leute gar nicht wissen, worüber sie schreiben. Ja. Ja. Wenn ich dann aber komme und sage, hier sind die Fakten, dann ist es mittlerweile so weit, dass diese Fakten ignoriert werden und die Unterstellungen weitergetragen werden. Und diese Unterstellungen so ausgebaut werden, dass sie dann auch publizistisch verwertet sind. Ne? Und das ist ganz, ganz gefährlich. Ja. Also auch da kann ich dir beipflichten, genau das habe ich vor 2 Wochen auch erlebt. Da gibst du 5 Fakten mit und die werden sozusagen ignoriert. Es wird irgendwo was rausgesucht, wo irgendwo in seinen Kontext passt. Und dann, die Aufklärung hat uns ja sozusagen diesen kritischen Gedanken gebracht. Dieses sei dir deines Gedanken bewusst, hinterfrage kritische Dinge. Wenn man jetzt in Wellen denkt, sind wir jetzt gerade wieder auf dem anderen Ding. Also wir sind quasi wieder im Mittelalter von der Art und Weise, wie wir uns zusammenrotten
und wie wir Argumente austauschen. Tja, was kann da Bildung jetzt noch dazu beitragen, um wieder diese Debattenkultur zu schaffen? Muss man da wieder Norm schaffen, wie ein Museum, dass die Leute sich wieder begegnen, in der Natur sich verankern? Was ist da deine Erfahrung, deine Empfehlung? Also Normen schaffen ist auf jeden Fall wichtig. Was kontraproduktiv ist, ist, dass man auf dem Bildungssektor dann immer der schwindenden Kompetenz nachgibt, damit die Zahlen der Bewertungen wieder stimmen. Ja. Das heißt, es ist wichtiger, eine gute Note zu vergeben, als eine realistische Note zu vergeben und mal sagen, hör mal zu, du fauler Sack, so geht's aber nicht. Ja. Da kriegst du dann gleich klagenden Hals und hinter und vorne. Das ist zum Teil schrecklich, dass also die Leistung nicht mehr objektiv bewertet wird. Und objektiv heißt in dem Fall, dass man eben leistungsorientiert Inhalte bewertet. Wenn ich jetzt eine Exkursion digital durchführe und sage, es ist egal, ob ihr das richtig bestimmt oder nicht, ihr kriegt euren Schein so oder so, wozu brauche ich dann so eine digitale Exkursion? Das ist doch ein Scherz auf Rädern. Ja. Und da bin ich also auf jeden Fall dafür, dass man klare Regeln aufstellt und dass diese Regeln praktisch auch erlernt werden müssen. Und es fängt in der Vorschule an und endet im Studium, wo die Leute dann aus der sozialen Kompetenz raus ihre Erkenntnis an andere Menschen weitergeben. Ja, egal auf welcher Stufe das ist, sie müssen das lernen, wieder auf einer fairen Ebene zu sein. Und wenn man vom Mittelalter redet, dann sehe ich das ganz, ganz klar so, wir sind im digitalen Mittelalter angelangt. Ja. Wo es Hetzkampagnen gegen Hexen gibt, ja, wo die Verbrennungen auf dem Scheiterhaufen stattfindet, sondern im Internet. Aber das ist genauso brutal und genauso rücksichtslos und genauso ignorant. Das Schlimme ist, dass sehr viele Medien diesen Tanz mitmachen und sehr viele Institutionen diesen Tanz mitmachen. Ja, anstatt sich zu positionieren und mal Meinungsbildungsstruktur zu vermitteln, finde ich ganz, ganz problematisch, dass der Weg in der Richtung immer undurchsichtiger und immer schwieriger wird. Also bezüglich der vierten Säule der Gewalt könnten wir noch stundenlang diskutieren. Ich glaube, das würde das heutige Gespräch sprengen, aber das wäre ein tolles Thema für ein weiteres. Bleiben wir nochmal bei Bildung. Das, was du angesprochen hast mit der, ja, ich nenne es Inflation der Noten, das habe ich auch schon mitbekommen. Und ich habe Vorlesungen gehalten um 2000 herum. Da war das schon so, dass man nicht nur auf die Leistung gucken sollte. Jetzt mittlerweile kriege ich aus Amerika mit, dass es sozusagen Mathematik rassistisch wäre, wenn 1 plus 1 2 wäre. Nee, wenn einer sagt, für mich ist gefühlt 3, dann muss es auch korrekt sein. Also wir haben dagegen Tendenzen, die das ja noch pervertieren. Nichtsdestotrotz, wenn wir keine gemeinsame Basis haben, wenn wir Dinge als rassistisch bezeichnen, nur weil einer kritisch denkt, dann gibt es diesen Raum nicht und vor allen Dingen, dann gehen die Wörter uns verloren, uns auszutauschen, um die Dinge klar zu benennen. Dann haben wir irgendwann so einen Brei und damit kann keiner mehr was anfangen. Jetzt ist es, jetzt fast an der Zeit, diese Transformation der Gesellschaft mal voranzubringen, weil bis jetzt kann man sagen, wir hatten vielleicht zu wenig Menschen auf der Welt, um eine Machtposition darzustellen, aber mit 8 Milliarden, glaube ich, haben wir das geschafft. Jetzt wissen wir ja auch so viel, du hast ja schon so viel erzählt, wie Bildung funktionieren kann und gelingen kann. Wie könnte dieser Transformationsprozess gesamtheitlich, dass die Menschen auf eine neue Ebene kommen, dass sie sozusagen sich auf das Wesentliche wieder zurückbesinnen, was uns Menschen ausmacht. Wir haben ein Bewusstsein, also wir haben auch mehr als sozusagen jetzt die Dinos, die im Gepäck ja immerhin 200 Millionen Jahre gelebt haben. Ja, du hast mir letztes Mal gesagt, das sind 300.000 Jahre, wo die Menschheit zurückblickt. Also wir haben so viel im Gepäck an Möglichkeiten, an Potenzialen. Wie wäre es, wenn wir die jetzt entfalten würden? Tja, da heißt es, in welche Richtung sollen wir die denn entfalten, dass wir wieder mit der Axt Holz hacken können und dazu keine Geräte brauchen? Ist es das, dass wir wieder normal lernen zu kochen und Zeug zu essen, was bei uns vor der Haustür wächst? Oder geht es los mit einer Sprache, die jetzt gendergerecht gemacht werden muss, ohne dass die Genderpolitik wirklich real umgesetzt wird? Dass man Fassaden tüncht, und zwar auf marodes Mauerwerk. Und das ist so, das kommt mir momentan so vor, dass die Wahrhaftigkeit der Vermittlung von Dingen,
verloren gegangen ist auf alle Ebenen. Ja. Ich kann mich ja beschäftigen, der ganze liebe lange Tag, indem ich irgendwelche Computerspiele abziehe. Mhm. Ja, das ist vollkommen belanglos mittlerweile. Und die Verhunzung von Sprache mit Gendersternchen und dieser Aussprache, das ist grammatikalisch einfach Blödsinn. Mhm. Aus einem ganz einfacher Grund. Die Worte, ja, das sind ja nicht, die haben ja kein Geschlecht im geschlechtlichen Sinn, sondern im linguistischen Sinn. Ja. Ja. Also kann man darüber diskutieren, wie kann ich das linguistisch machen, aber dann kann ich auch nicht hergehen und sagen, es gibt diverse. Ja, das ist ja dann auch eine, das ist ja so abgekanzelt wie die sonstigen bei Parteien. Ja, das sind die Minderen, die nicht zählen. Ja, das kann ich aufblasen bis zum geht nicht mehr. Und wenn ich ein Bildungssystem etablieren will, dann muss ich das breit anlegen und so anlegen, dass alle Leute sich irgendwo immer Platz wiederfinden und nicht denken müssen, dass wenn ich in die früher Haupt-, heute Werkrealschule gehe, bin ich ein minderwertiger Mensch. Hm. Das heißt, Bildung muss einfach wieder auf dieses dreisäulige Schulsystem aufbauen, wo die Leute dann abzweigen können in die Bereiche, wo sie sich kompetent fühlen, ohne dass sie diskriminiert werden wegen ihrer Bildung. Aber wenn ihr heute Melker lernen will, brauche ich Abitur. Was soll der Quatsch? Ja? Also das ist einfach inflationär, dieser ganze Wahn, der da dahinter steckt. Ne? Und dann gleichzeitig die Bestrebungen über Gemeinschaftsschulkonzepte und so weiter, diese Bildungsstruktur aufzuweichen, ja, und zu sagen, die Kinder, die müssen sich finden. Natürlich müssen die sich finden, aber sie brauchen auch eine Anleitung zum Suchen. Ja. Also ich habe jetzt gerade ein neues Konzept geschrieben, um einen Aufruf zu machen für eine Schule von morgen. Und eine Säule sind die Mentoren in diesem Schulkonzept, wo sich die Schüler ein Mentor kann natürlich mehr als ein Schüler haben, das ist völlig klar, oder eine Schülerin. Aber die suchen sich selber und für ihre Zeit und die begleiten die. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Säule, die unsere Schule vergisst. Ich möchte noch mal kurz zu diesem Gender hin, also eine Stilblüte. Es gibt ja diese Corona-Beschränkungen, Ausgangssperren. Und da sind ja natürlich Politiker ausgenommen. Abgeordnete müssen sich nicht denen unterwerfen. Aber auch die Begleitung Sterbender ist da extra ausgenommen. Ja, jetzt sind wir nun halt alle, sobald wir aufs Leben kommen, Sterbende. Also aus dieser Sicht sind wir alle ausgenommen. An der Stelle sieht man letztendlich diese Stilblüte, dass sie selbst mit dem Gender sich ein Eigentor geschossen hat, weil jeder ist ab der Geburt ein Sterbender. Bei manchen ist es früher oder später der Fall. Ich will jetzt auch gar nicht so weit in Corona rein, weil das würde das Gespräch sozusagen extrem weiterziehen. Aber an Corona kann man natürlich einige gesellschaftliche Dinge festmachen. Eins möchte ich auf jeden Fall festmachen. Wir kommen also nicht mehr in diese Möglichkeit, anderen Menschen persönlich zu begegnen. Wir haben teilweise Angst vor dem Virus, Angst, uns anzustecken. Also wir distanzieren uns mehr und mehr und schließen den Diskursraum eher, als wir ihn öffnen. Jetzt gibt es natürlich immer geschichtliche Vorlagen und Museum ist ja auch so was, wo eigentlich die Geschichte und an der Hand der Geschichte was erläutern soll. Und da ist es jetzt natürlich naheliegend, diesen 24.03.1933 mit dem Ermächtigungsgesetz mal heranzunehmen, weil die Bundesregierung hat ja jetzt auch sich ermächtigt, die Landesregierung sozusagen in ihrer Freiheit einzuschränken und haben diese Rechte geholt. Rechte, die jetzt weit reichen könnten, aber noch nicht müssen. Das Schlimme an diesem Recht, was wenige wissen, was die Frau Merkel auch klar sagt, dass jetzt die Verwaltungsgerichte nicht mehr zuständig sind. Also die Gerichtbarkeit gibt es jetzt nur noch beim Bundesverfassungsgericht, wenn ich nach meinem Recht klagen will. Und dort gibt es einen neuen Verfassungsrichter, der natürlich sehr CDU-konform letztendlich mit der Frau Merkel sehr einhergeht. Wir haben ja nicht nur die Mediensäule, die wir gerade ausbilden, sondern auch die Judikative. Kann man da irgendwelche Parallelen ziehen zur Historie oder ist es noch zu früh? Zur Historie ist es sehr schwierig. Ne? Denken wir mal an die großen Pestepidemien, wo Antibiotika unbekannt waren. Da hat sich das von allein erledigt. Da sind einfach 80% von bestimmten Gegenden sind einfach gestorben. Ja? Da muss man sich halt entscheiden. Die hatten alle die Freiheit, sich anzustecken. Ja? Und es gab viel Leid und Trauer, ja? Und dann Folgeepidemien.
und andere Erkrankungen durch die vielen Toten, die da überall angefallen sind, ne, kann man sich dann überlegen, was ist mir eigentlich lieber? Ja, und welche Verantwortung trage ich nicht nur für mich selber, also meine persönliche Freiheit, sondern die gesellschaftliche Freiheit. Die gesellschaftliche Freiheit, das heißt für mich eben nicht nur Konsum. Ja, das heißt für mich nicht die beliebige Freiheit, alles zu tun, was ich will, sondern das heißt für mich auch Verantwortung zu tragen für andere Leute. Und da brauche ich auch kein Gesetz dafür, sondern das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber das ist eine Selbstverständlichkeit, die offensichtlich gesellschaftlich keine Relevanz mehr hat. Also muss man das gesetzlich regeln. Aber es ist natürlich schwierig zu sagen, ja, okay, wir haben hier eine Pandemie. Ich verbiete euch gesetzlich, euch anzustecken. Ist das jetzt Freiheitsentzug oder was ist das? Ja, da frage ich mich wirklich, wo geht dann die gesellschaftliche Kompetenz hin, wenn ich sage, ja gut, ich will die Freiheit haben, mich anzustecken. Ich glaube an das alles gar nicht. Aber wenn ich krank werde, ja, dann will ich auch versorgt werden. Dann will ich die Kohle haben von der Krankenkasse und dann ist es mein Recht, ja. Das heißt, ich habe dann nur Rechte. Ich habe das Recht, mich anzustecken, dann mich auch behandeln zu lassen und ich habe das Recht, andere anzustecken. In welche Richtung wollen wir da diskutieren? Ja? Und wenn man sich die ganze Geschichte anguckt, glaubt doch das Ding nicht, dass hier eine Impfpriorisierung noch eingehalten wird auf irgendeiner Ebene. Gibt es einfach nicht mehr. Ja? Es wird nur vorne hingetüncht, sonst nichts. Ja, und wenn man sich die Gesamtsituation anguckt, es gibt dann Bundesbeschlüsse, die von den Ländern wieder aufgehoben waren, beliebig wie sie wollen. Wenn ich jetzt die Leute angucke und sage, wem traue ich denn jetzt noch, dann ist es ein ganz anderes Problem. Nämlich das Problem der Nichtkonsistenz, des Nichtwissens, was gilt jetzt eigentlich für mich. Das verursacht doch die Verunsicherung. Zusätzlich zur Einstellung zur Freiheit, die ich teilweise gar nicht nachvollziehen kann, muss ich ehrlich sagen. Ne? Aber dieses Hin und Her, dieses strukturlose Gelaber, was man da alles hört, das ist für Leute, also auch für Leute, die denken können, einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Auf was sollen sie sich denn beziehen jetzt? Ne? Und da sehe ich ein gigantisches Versagen auf der politischen Ebene, die wieder einer Bildungsstruktur geschuldet ist, die in den letzten 20 Jahren systematisch runtergefahren worden ist. Ne? Und jetzt kriegen wir die Quittung verpasst. Ja, und gleichzeitig gibt es natürlich wenig Leute, die klar bei Verstand sind, die sich in so eine Schlangengrube wie die Politik begeben wollen, um da auszumisten. Also Odysseus hat es in dem Stall des Ägäis ja noch mit Wasser hinbekommen. Aber so ein Odysseus, glaube ich, zu finden derzeit wird schwer. Es gibt dann eher die Menschen, die ja Wasser für Wein verkaufen. Ja, der Augiasstall, den wir momentan in der Politik durchaus haben, beruht auf der Tatsache, also auf meinem Gefühl, dass sehr viele Menschen Politiker waren, die in ihrem normalen Berufswerdegang es nicht geschafft haben, dahin zu kommen, wo sie wollen. Und es bleibt natürlich dann in diesen Menschen ein Frust drin stecken, ja, dann ihre Machtposition zu nutzen, um diesen Frust abzubauen. Das Gefühl habe ich bei ganz vielen Politikern. Die dann, wenn ich den Werdegang angucke, mir durchaus verständlich Reaktionen zeigen, die sagen: So, jetzt zeige ich es euch. Nein, ich bin jetzt an der Position, wo ich es euch zeigen kann. Eigentlich habe ich nicht das erreicht, was ich wollte, aber jetzt kann ich es auf anderem Weg machen. Ne? Das Das ist für passt mich ein großes Problem. ganz gut zu einem Video, das ich mit Gerald Hüther gemacht habe. Ich habe eine Frage gestellt. Macht Macht machtlos? Und das trifft es quasi ganz genau. Und er hat gesagt, ja, das macht's, weil wer Macht hat, ist ein Bedürftiger. Der will andere ja letztendlich an der Stelle unterdrücken. Und darum letztendlich ist er machtlos. Und Ja, aber das. da geht es, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, da geht Nein, es passt. wieder um den Meinungsdruck. Ja, das heißt, ich habe mein Berufsziel nicht so erreicht, wie ich wollte. Ich habe mir darüber eine Meinung verschafft und jetzt habe ich die Macht, diese Meinung umzusetzen. Das ist wieder diese Schleife, die wir vorher im Internet gehabt haben. Es wird nicht diskutiert, sondern es wird definiert. Ja? Und die Definition ist, das, was ich sage, ist richtig. Punkt. Ja, So kommt es mir vor. solle es ja, und da würde ich jetzt auch so langsam zum Ende kommen,
Wenn man so die griechische Mythologie anschaut, da ist ja alles eigentlich auch schon irgendwo schön verpackt. Zum Beispiel die Hydra, der Kampf gegen die Hydra. Du schlägst ihr einen Kopf ab und es wachsen zwei neue nach. Und er hat es ja eigentlich durch einen schlauen Trick geschafft, diesen Prozess aufzuhalten. Er hat, glaube ich, soviel ich weiß, ausgebrannt, die Stelle, die Verletzung. Und dadurch hat die Hydra ihr Wachstum sozusagen gestoppt. Das wird mit Coronavirus wie bei vielen anderen Viren auch sein. Der läuft sich natürlich irgendwann leer, egal ob wir jetzt was tun oder nicht. Es gibt ja genug Vergleichsstudien, wo Leute gar nichts gemacht haben, Länder, und es ist vergleichbar. Also diese Zeit werden wir irgendwann überwunden haben mit Corona. Die Frage ist, was haben wir daraus gelernt? Uns noch mehr drum zu kloppen und noch weniger zu diskutieren und noch mehr Meinungsdiktatur zu folgen? Oder was ist da so deine, bitte einen positiven Ausblick, was kommt nach Corona? Was haben wir als Gesellschaft daraus gelernt? Als Gesellschaft haben wir daraus gelernt, dass es Gesellschaft nicht gibt in der Form, wie wir sie gerne hätten. Hm. Ja, und das ist eine Epidemie oder eine Pandemie, die im Prinzip Gesellschaft demaskiert hat. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und die Diskrepanz, ja, die wird halt zwischen den Leuten, die gemäßigt denken, ja, und diskutieren wollen, immer größer zwischen den Leuten, die eben hergehen und ihre Meinung durchprügeln. Ja. Das heißt, die Gesellschaft hat sich stark radikalisiert. Was wir daraus lernen können, ist, wie können wir diese Radikalisierung rückgängig machen? Und da kann ich nach meinem Gefühl momentan wenig Hoffnung geben, weil es gibt keine einzige Struktur, die mir jetzt einfallen täte, die von ihrer Potenz her und von ihrer Offenheit her in der Lage wäre, dem entgegenzutreten. Ich sage, ein Politiker oder eine Gruppe von politisch Interessierten, die A, Politik aus Überzeugung betreiben, B, weil es ihr Berufswunsch ist, und die C, wahrhaftig sind, ja. Und die Fähigkeit haben, als Politiker eben zu steuern und nicht durch irgendwelche Meinungslandschaften zu schlingern. Ja. Als Politikkonsument kann ich nur raten, seid wachsam, was euch da vorgesetzt wird, ja, und passt auf, dass ihr nicht in den Strudel geratet, und habt den Mut, auch dann in die Politik zu gehen, wenn ihr nicht frustriert seid. Ja, politische Verantwortung hat eigentlich jede Person, die da draußen herumläuft. Und das ist doch eigentlich die Freiheit, die wir haben. Aber viele gucken halt weg und sagen, Politik interessiert mich nicht. Das interessiert mir nur, was bei mir vor der Haustür läuft. Alles andere ist mir wurscht. Von daher möchte ich abschließen, macht es euch zu eigen. Und es ist nicht wurscht, es ist wichtig, da die Verantwortung zu nehmen, wenn ihr sie könnt und wollt. Seid laut, seid stark, verbündet euch, nimmt nicht allein diesen Weg auf, sondern mit zwei, drei anderen, und bleibt sachlich in jeder Art. Richtig, die Sachlichkeit, die ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Und da kann man auch daraus lernen, wenn man sachlich weiter argumentiert, auch wenn man gegen einen Shitstorm anrennen muss. Ja. Seine Meinung zu sagen, seine Meinung zu vertreten und den Mut zu haben, die zu adressieren, die einen angreifen, weil die adressieren einen ja nicht. Ne? Aber direkt sich an die zu wenden, zu sagen, mal so, also darüber können wir gerne reden, aber nicht so. Super, das ist genau das Schlusswort, das passt. Gut. Ich danke dir, vielen herzlichen Dank.